Hallo zusammen, salve a tutti. In diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Wir haben Montag, den 8. Juli um 17.26 Uhr. Das ist das Gold hier auf Tagessicht. Und da sieht man auf den ersten Blick, das ist seit Beginn April hier in dieser Range 2274 zu hoch zu 2452. Nimm es mal ein bisschen näher ran, bis hier. Von der Technik her gilt es kurzfristig als hoch, aber noch ohne Verkaufssignal. Hier ist es auch noch über das MACD alles völlig in Ordnung. Wir haben diesen kleinen Trend hier, den haben wir mal durchboten. Das ist Montag, Donnerstag. Am Mittwoch haben wir den mal überboten und konnten dann von 2,339 mal ein paar Pünktchen machen. Ich sehe hier momentan keinen Punkt, der mich irgendwie aufregen würde. Im Positiven genauso wenig wie im Negativen. Ja, das ist in der Range gefangen und diese beiden Punkte hier, das sollte mal bei 2,452 und zuerst mal hier das 38er Niveau, was sich perfekt mit dem Chart verbindet, bei 2,274, das sind für mich die Major Points. Sollte dieser Punkt hier gebrochen werden, gehe ich von einem weiteren schnellen Abstieg aus bis zum 50er 2,219, was sich auch hier sehr schön mit dem Hoch vom 21.03. verbindet. Also es ist eigentlich, der Chart sagt alles, ich kann sein, muss nicht. Im Moment, heute hier und jetzt, habe ich keinen Grund zu glauben, dass wir nennenswert steigen oder dass wir nennenswert fallen. Das wird in dieser Range bleiben. Ich werde erst wieder hier aktiv, wenn wir hier drüber gehen, beziehungsweise wenn wir hier drunter fallen. Da ist Geduld gefragt. Ich habe euch zwei Scheine reingemacht. Es geht ja auch nicht nur ums Gold hier, sondern auch ums Silber. Ne? Silber kommt gleich. Das ist der eine Call, 2251, der liegt hier unten drunter. Den kaufe ich, der ist von der UBS, den kaufe ich, wenn wir hier wirklich hier drüber gehen. Dann hat er immer noch einen Hebel von 15. Mir reicht das im Gold, muss ich ehrlich sagen. Ich muss da nicht so heiße Teile haben. Denn das Gold unterliegt schon sehr vielen politischen Geschichten, viel mehr als irgendwelche Einzelaktien oder Indizes. Den kaufe ich also erst, wenn wir hier drüber gehen. Den Put, und da war Goldman besser als die UBS, das ist die 2,487, da sind wir also hier hinter. Ich habe ganz bewusst Scheine genommen, die ganz knapp hinter den jeweiligen Major Points liegen. Also hier dahinter und hier dahinter, ganz bewusst, weil warum soll ich mir einen holen, der hier unten irgendwo liegt? Ja, das bringt nichts, weil wenn sie das hier rausnehmen, dann fallen sie auch nochmal deutlicher weiter. Das heißt, die müssen also auch dann sehr, sehr schnell gestoppt werden. Diesen Put 2,487, der hier oben irgendwo liegt, den hole ich mir erst, wenn wir hier drunter gehen, unter das Band bzw. das 38,2er, also unter die 2,274. Vorher muss ich da nichts machen. Da ist schlicht Geduld gefragt, aber es liegt stabil. Wenn wir das mal so länger schauen, ordentlich gestiegen und dann, sieht aus wie eine Flagge. Ja, so eine schöne Konsolidierung auf hohem Niveau. Das ist immer das, was man ganz gerne in den Zeitungen liest. Im Moment habe ich da weder Hoffnung noch Angst. Das ist für mich hier ziemlich, ziemlich neutral. Und damit gucken wir mal auf Silber. So, Silber. Hier. Sieht ähnlich aus. Da habe ich da was vorbereitet. Wo ist es hier? So. Genauso wie beim Gold gab es diesen Trend hier, diesen kleinen Trend. Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Bestätigt. Ich gucke die mal erst so ab mindestens drei Berührungspunkte. Und hat auch hier, ich habe jetzt hier die Fibos nicht angelegt, hat auch hier eine Unterstützung im Bereich 28,5. Da darf es nicht drunter. Aber auch hier gilt das High der letzten Monate oder Jahre bei 32,44 als Ausbruchsniveau. Nach oben, beziehungsweise die 28,5, Verbindung aus den Chartpunkten und im unteren Bild, und im unteren Band bei 28,50. Darunter sollte es nicht gehen. Aber auch hier im Silber, ich habe noch nicht mal Scheine rausgesucht. Ja. Ich sehe hier momentan keinen angebrachten Aktionismus. Einfach mal draufschauen, aber man muss jetzt hier nicht irgendwie vorspringen, weder Long noch Short. Das kann man sich jetzt im Moment echt mal ein bisschen sparen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.